Hallo liebe Freunde, weiter geht's mit einer weiteren Episode aus dem Geschäftsleben der VN Agrarservice hier aus dem Fichtal. Ich ziehe hier gerade den Flug auf Feld 4 und da gibt's einiges zu sagen. Es wurden Fehler gemacht. Das ist nicht der Flug, den wir neulich gekauft haben. Neulich gekauft hatten wir als Sonderangebot. Na? Diesen hier. Ursprünglich gedacht war mal dieser hier. 160 PS. Daher auch die Idee, dass der neue Traktor, den wir kaufen sollten, so 170 bis 180 PS haben sollte. Dass er auch den anständig ziehen kann, auch wenn es mal ein kleines bisschen berghoch geht. Was ich nicht gesehen habe, ist, als dieser hier als Sonderangebot daherkam, dass das 162 kW sind und nicht 162 PS, sondern 220 PS. Ich schätze mal, da habe ich mich dann von dem Preisschild blenden lassen. Auf jeden Fall war ich dann hier unterwegs mit unserem Valtra, habe den Flug hinten angespannt und wollte dann hier fliegen und mich gewundert, warum zieht der nicht anständig? Also wirklich grottenschlecht, langsam, nichts ging so richtig. Habe ich gesehen, der hat ein bisschen Schlupf gehabt, bin dann zurück zum Händler, habe für 3000 Euro breitere Reifen aufgezogen, stärkeres Gewicht vorne rangehängt, weil er hinten doch auch wirklich sehr viel Übergewicht hatte mit durch den langen Flug und das hohe Gewicht. Dann ist mir dann endlich aufgefallen, es liegt natürlich daran, der Flug ist überdimensioniert für diesen Traktor. Also selbst für 190 PS, haben wir jetzt ja gerade gesehen, 220 wäre Minimum, damit das anständig läuft. Hab den Flug zurück zum Händler gebracht, verkauft, einen kleinen Kredit nochmal aufgenommen und diesen Flug jetzt zu kaufen, mit dem geht das jetzt ja auch einigermaßen gut. Man sieht, ein paar Bahnen habe ich schon gemacht beim letzten Mal. Aber damit sind wir noch nicht am Ende, was es hier zu erzählen gibt zu Feld 4 und übrigens auch zu Feld 9. Ich habe es mir gerade kurz vor der Aufnahme nochmal angeguckt, das Video von der letzten Folge. Dieses Feld, man sieht es hier, ich kann mal aussteigen. Gerste verdorrt, verfault. In diesem Fall vermutlich verdorrt. Wer sich jetzt genau erinnert, in der letzten Folge hatte ich ja noch gesehen, es gibt ja Ernteaufträge diesen Monat. Gerste. Und da war Feld 4 erntereif. Ja, Feld 5 auch, diese beiden auch und Feld Nummer 109 auch. Feld Nummer 109 ist jetzt aber ebenfalls verdorrt, verfault. Mich wundert, warum lässt das Spiel die Ernte hier eher verdorren, als uns den Ernteauftrag zu geben. Das will mir nicht so richtig in den Kopf. Auch jetzt ist hier nichts weiter da. Ich habe jetzt so ein bisschen Bammel, hier weiter die X-Taste zu drücken und weitere Aufträge zu erzwingen, dass dann noch mehr Felder, die erntereif sind, dann in verdorrt gehen und uns als Flügeauftrag oder sowas zugeschossen werden. Also ist schon ein bisschen hart, finde ich. Man zu pflügen gibt es ja tatsächlich noch sehr viel. Also das mal vorneweg erwähnt, wie es hier so ergangen ist. Wir haben jetzt, ich kann mal kurz gucken, ein bisschen Schulden haben wir jetzt. 10.000. Los. Was mich ja immer noch wundert ist, warum liegen jetzt hier Steine auf dem Acker? Ich habe ja eigentlich Lesesteine aus und wir pflügen jetzt frisch. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir kommen nicht drum rum, mittel- bis langfristig uns doch so einen Steinesammler zu holen und jedes Feld mal mindestens einmal abzusammeln, um alle Steine, die jetzt schon da sind, loszuwerden. Angeblich ist es ja aber auch so, wenn man walzt, dass beim Walzen ebenfalls Steine wieder in den Boden zurückgepresst werden. Vielleicht hilft das ja auch. Oder wir mieten uns einfach mal so einen Steinesammler, dass man den nicht kaufen muss.
mir noch nicht so ganz sicher. Dazu kommt ja noch, wir müssten dann ja auch, ich glaube, einen Auftrag in dem Sinne gibt es ja nicht. Wir müssten dann das Feld vorher kaufen und dann wieder verkaufen. Und dann weiß ich wiederum nicht, ist der Aufwand dafür nicht einfach am Ende auch ein bisschen arg. Das haben wir, glaube ich, noch nie so richtig gemacht, so Innenansicht, oder? Aber, ach, guck dir das an. Natürlich hat der auch einen Rückwärtslenker. Das finde ich ja geil. Und welche Taste nimmt man dafür? Boah, was wir hier für einen geilen Traktor gekriegt haben. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass der das unterstützt. Boah, aber genug Spielerei. So, ich glaube, spätestens wenn wir 109 gepflügt haben, haben wir auch das Geld für den Flug wieder raus und können die Schulden abbezahlen. Auch mit dem Flug, der, wenn ich jetzt so abrupt bremse, ich glaube, dann geht da vorne doch immer noch so ein bisschen hoch. Also es ist jetzt nicht viel, das ist jetzt 1 Meter mehr Arbeitsbreite als bei dem alten Flug. Aber 1 Meter ist 1 Meter.
es könnte auch getäuscht haben, weil wir so ein kleines bisschen so ein. Das Feld ist ein kleines bisschen tiefer als die Straße, das deswegen so ein bisschen gehoppelt hat. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass der Flug hinten doch so viel Hebel hat, dass er uns da so ein bisschen rauf und runter wackeln lässt. Aber das kann auch getäuscht haben. Das mag ich beim GPS einfach am allermeisten, dass man jetzt so richtig schön das Fahrzeug fahren lassen kann und man kann dann von allen Seiten ein bisschen gucken und die Maschine bei der Arbeit beobachten. Das ist so eins meiner allerliebsten. Ne? Kommt der vorbei? Ja, kommt gerade so vorbei. Das mag ich sehr gerne beim LS einfach. Also es gibt das eine so aus der Innenansicht, wo man mal so richtig so tun kann, ich bin jetzt hier wirklich der Landwirt und mache alles aus der Innenansicht, so wie es gehört und Simulation voll ausreizt, das hat natürlich auch so seine Sache, aber ich mag auch so gerne so die Maschine bei der Arbeit beobachten, so das. Das gefällt mir auch immer so richtig gut. Und ich meine, wer weiß, das kann ja auch durchaus sein. Ich meine, das hat ja auch so einen gewisse Vorteile, wenn man aus dieser Perspektive seine Landmaschine steuert. Wer sagt denn, dass das nicht in 10, 15 Jahren, vielleicht auch schon in 5 Jahren total normal ist, dass so ein Traktor halt eine Drohne dabei hat, die oben rüberkreist und der Landwirt von seinem Tablet aus irgendwie im Führerhäuschen zuguckt von außen, dass das alles so ist, wie er sich das denkt. Also ich meine, so, das wäre doch so ideal. Jetzt fährt er, pflügt und kann genau sehen, nee, perfekt, genau auf der Kante, alles bestens. So genau kann man das von innen vermutlich gar nicht sehen. Vielleicht schon. Privat kein Trecker, ich kann das nicht sagen, ich spekuliere das mal, aber so, dann lässt man die Drohne ein bisschen hier, ein bisschen da. Nach einer Weile muss man die wahrscheinlich mal reinholen, dass die irgendwo auflädt. Dann hat man vielleicht seine zweite Drohne dabei, die dann übernimmt. Es gibt jetzt ja auch schon Studien von New Holland ist es, glaube ich, und Case gehört dazu. Mit so autonomen Traktor. Die haben dann nicht mal mehr eine Fahrerkabine. Das ist quasi nur noch Fahrgestell, Motor und das war's. Die dann je nach Idee mehr oder weniger autonom arbeiten, also dass der Landwirt sich vielleicht noch auf den Tieflader zum Acker bringt oder dass das komplett. Der hat seinen Arbeitseinsatz irgendwie aus seinem Einsatzplan und fährt dann auch noch autonom zum Einsatz hin. Da steht natürlich dann immer jeweils die Verkehrsgesetzgebung des Landes dann entweder im Weg oder auch nicht, aber wenn jetzt der Landwirt einfach nur 3, 4 so eine Dinger hat und die dann morgens einen nach dem anderen mit dem Tieflader zu den verschiedenen Äckern bringt und sagt so, Leute, auf die Geräte. Und abends sammelt der Wiese wieder ein. Das ist vielleicht die Zukunft. Oder vielleicht wie bei den Militärdrohnen. Dann sind die landwirtschaftlichen Mitarbeiter, die sind gar nicht mehr unterwegs, sondern hocken dann im landwirtschaftlichen Betrieb und fernsteuern die ganzen Traktoren und Drescher und weiß der Geier was.
Also ich muss schon sagen, also der Meter mehr hier, das macht sich schon bemerkbar. Und dann der stabile Antrieb hier vom Valtra, der den auch gut vorwärts zieht. Wenn ich jetzt denke, mit dem alten kleinen Flug, das wird schon eine ganze Ecke länger dauern. Also der Arbeitsfortschritt, der ist schon deutlich spürbar schneller. Und dann ist wieder das schöne Fliegen bringt halt richtig gut Geld. Das, was man da hinten sieht, da ist ja so der Misthaufen und dann die Scheune daneben. Das ist dieser andere Hof, auf dem schon so ein Kuhstall verbaut ist, alles so ein bisschen älter. Ganz hinten hinter dem Wohnhaus, guckt noch mal hoch, das müsste so eine Art Getreidespeicher sein. Da ist so eine Durchfahrt, wo man durchfährt, logischerweise, und unter ist dieses Sieb, wo man die Ernte abschütten kann durch diese Gitterroste durch. Und ich schätze mal, das ist der Grund, warum das alles noch in meine Ecke teurer war als der Hof, den ich mir vorgestellt habe. Weil da einfach noch ein bisschen mehr verbaut ist und noch ein bisschen mehr Scheune. Das andere hat ja tatsächlich null Scheune. Da ist dieser kleine Unterstand. Das war's. Und der andere Unterstand gehört ja schon nicht mal mehr dazu. Den werden wir uns wahrscheinlich demnächst mal einfach leisten. Also das. Das sollen 40% sein. Naja, mag sein. Also ein bisschen was ist noch zu tun. Den Rest werde ich ohne euch weiterflügen. Ich denke, ihr konntet einen kleinen Eindruck darüber gewinnen, wie effektiv jetzt hier der neue Flug ist und wie gut wir mit sowas vorankommen können. Dann wird noch ein bisschen gedüngt werden. Ich glaube, das 109er Feld pflügen, das spare ich mir dann doch noch ein bisschen auf. Das wird richtig viel Arbeit. Also, das ist dann nicht in 10 Minuten erledigt. Und ich hoffe, dann können wir demnächst dann die Schulden abbezahlt haben. Und sobald ich dann ein paar Mark übrig habe, jetzt sieht man es nicht, da ist Kabinensäule im Weg, wenn man es mal so macht. Da drüben, jetzt hier genau, Flucht über die Fahrerkabine, da dieser kleine Schuppen da zwischen den Bäumen, den werden wir uns kaufen. Das war, glaube ich, so um die 5.000 bis 6.000 Euro. Klitzekleines Grundstück, passt die Hütte gerade so drauf, aber dann hätten wir mal ein bisschen so unseren ersten kleinen Start. Da kann man dann auch mal was hinstellen, um die Fahrzeuge mal zu waschen, dass wir das auch mal ein bisschen schicker machen. Mit ein bisschen Glück kann ich den Mähdrescher da reinstellen, dass er nicht immer den ganzen Winter draußen steht. Ansonsten halt die Kleingeräte. Aber dass wir mal irgendwie jetzt langsam auch anfangen, Fuß zu fassen und vielleicht beim Landmaschinenhändler ausziehen können, endlich auf eigenen Beinen stehen. Auch es ist insgesamt auch eine ganz nette Ansicht hier. Da hinten dann der Hügel mit dem Burgturm obendrauf. Und dann den Kirchturm. Also insgesamt, also ich finde die Karte wirklich wunderschön. Also mir gefällt es hier richtig gut. Ich hoffe, es gefällt euch hier auch richtig gut und ihr mögt weiter dranbleiben und gucken, wie wir hier Fortschritte machen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, jetzt
Wir haben jetzt ein paar Sachen verbessert und der Fortschritt, der ist jetzt nicht mehr ganz so zäh, sondern alles rollt so ein kleines bisschen schneller an, aber das ist dann immer wie so ein Stein, der oben so den Berg runterrollt. Der wird auch immer schneller und immer schneller. Und wir nehmen jetzt einfach Fahrt auf und irgendwann wird das hier ein richtig gutes, florierendes Lohnunternehmen werden. Ich werde auf jeden Fall weiter dranbleiben. Ich hoffe, ihr bleibt auch weiter dran. Ich sage vielen Dank fürs Reinschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.